Kein Tag ohne aktuelle Bilanz, ohne Quartalsbilanz in den Vereinigten Staaten. Klar, da muss unser Experte Roland Hirschmüller von der Baader Bank ran, um das Ganze ein bisschen auszuwerten. Und gerade am heutigen Mittwoch viel aus dem Bankenbereich. Ich denke, wir können das vielleicht mal so auseinander dividieren. Positive Ausreißer, negative Ausreißer. Wer fällt denn besonders negativ aus? Was besonders auffällt bei der Bilanzsaison, aber da ist auch kein Wunder, wir haben eine klassische Zweiklassengesellschaft auf der einen Seite. Ich möchte es nennen mal bei den Vollbanken. JP Morgan Chase, der Primus mit hervorragenden Zahlen, die Erwartungen klar geschlagen. Die Aktie auch per Saldo leicht besser, war auch letztes Jahr schon im Bankenbereich der Gewinner schlichtweg. JP Morgan hat über die Quartale hinweg auch Marktanteile hinzugewonnen. Die Bank hat die Krise hervorragend durchstanden, immer besser. Auf der anderen Seite die größte Bank Amerikas, die Bank of America und die Citicorp, zwei Sorgenkinder. Die Ergebnisse stark belastet durch die Rückzahlung der Staatshilfen. Letztendlich bei beiden Unternehmen rote Zahlen, die roten Zahlen sogar noch roter, als man das erwartet hat. Und hier schlägt vor allem zu Buche weiterhin das riesige Kreditbuch. Bank of America 10 Milliarden Abschreibungen, Citicorp immerhin 8 Milliarden Abschreibungen. Und was mich besonders enttäuscht hat in diesen beiden Häusern, das Investmentbanking zieht nicht mehr so mit, wie man das erwartet hat. Es wurde zwar gutes Geld verdient, aber lange nicht so, wie man das erwartet hat. Und auf der anderen Seite die Investmentbank Goldman Sachs, warten wir noch. Wir haben Morgan Stanley heute gesehen, zwar ein Plus, aber eindeutig, sie fallen weiter hinter Goldman Sachs zurück. Das Handelsgeschäft war nicht mehr ganz so gut, da gibt es noch einiges zu tun. Haben Sie uns gleich alles zusammen genannt, die positiven und die negativen Ausreißer, bringt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich Technologiebranche beispielsweise. IBM auch am heutigen Mittwoch mit Zahlen und auch hier natürlich die Frage nach einer ersten Reaktion Ihrerseits. Ja, hier ist ein ganz anderes Bild. Die Technologiebranche, sie schlägt die Erwartungen, sie übertrifft die Erwartungen, waren letztes Jahr auch die ganz großen Performer. IBM mit einem neuen 52-Wochen-Hoch heute. Die Aktie, wie man so schön sagt, immer selten News, so war es auch bei Intel. Trotz hervorragender Zahlen, trotz geschlagener Erwartungen, trotz eines gegebenen Ausblicks, trotz allem die Aktie etwas im Minus, aber nichtsdestotrotz Gewinnmargen bei IBM von 48%, bei Intel von 65%, wohlgemerkt Bruttogewinnmargen, einfach unglaublich, da läuft was. Der Privatanleger derweil hier und da ratlos, ehrlich gesagt, angesichts dieser unterschiedlichen Zahlen und angesichts dieser zum Teil merkwürdigen, nenne ich es mal, Börsenreaktionen. Wie sehen Sie den Markt in Amerika aktuell? Ja, momentan weiterhin das billige Geld. Es sucht nach Anlage letztendlich, es sucht nach Anlage und das Geld fließt weiterhin in Aktien. Renten werfen einfach nicht die Rendite ab. Auf dem Hinterkopf schwebt natürlich immer noch das Inflationsgespenst. Und das sind natürlich Renditen im 10-jährigen Bereich von 3,70, keine Alternative. Und so fließt das Geld weiterhin mit etwas Angst in die Aktienmärkte. Aber wir stehen hier jetzt vor Widerständen. Die Umsätze gefallen mir weiterhin überhaupt nicht. Ich glaube, man sollte sich darauf einstellen, wir sind eher oben als unten. Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller zu den aktuellen Zahlen aus den USA. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.